Willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2. Wir haben uns im letzten Video Operatorenüberladungen genauer angeschaut und in diesem Video gehen wir auf sogenannte implizite und explizite nutzerdefinierte Typumwandlungen ein. Was für ein langes Wort. Und das sind eben auch spezielle statische Methoden, die man in Klassen und Strukturen definieren kann. Und dazu schauen wir nochmal in die Klasse Person, die wir hier haben, und lösen deren Implementierung, die wir jetzt haben, mal auf und schreiben stattdessen einen Konstruktor, der eben einen Vornamen bekommt und einen Nachnamen. Und ich lasse über mein Code-Generierungstool einfach die dazugehörigen Felder generieren. Und dann machen wir hier noch eben sogenannte Eigenschaften dazu, die wir auch schon kennen. Und ich glaube, ich mache es gleich so, das ist dann da kurz ein bisschen kürzer, dass wir eben automatische Eigenschaften daraus machen. Also dass wir hier einen Private Setter haben, dass wir nur innerhalb der Funktion auf diese Eigenschaft zugreifen, innerhalb der Klasse auf diese Eigenschaft zugreifen können. Aber eben der von außen kann der Nutzer lesen, den Getter aufrufen. So, und was wir jetzt machen möchten, ist, dass wir diesen Code hier nicht einsetzen, sondern wir haben uns ja schon vor einigen Videos mit der sogenannten Konvertierung von Typen, damals noch von primitiven Datentypen, auseinandergesetzt. Da hieß es ja, dass wir eben, dass es implizite Konvertierungen gibt, beispielsweise von int zu long, weil wir da einfach eine Erweiterung des Datentyps haben, des Ganzzeitdatentyps, und dass wir auch explizite Sachen haben. Also, dass wir quasi beispielsweise von einem long wieder mit einem cast zurück zu einem int kommen und dabei kann es eben zu Fehlern kommen. Und genau das gleiche möchte ich jetzt für diese Person auch haben. Ich erstelle mir also eine neue Person, einfach mal als Walter White, der bekannte Herr. Und was wir jetzt machen möchten, ist, dass wir diese Person direkt in einen String umformen. Wir nennen das einfach Personenname. Und hier geben wir einfach Personen an. Und wir sehen jetzt schon, oh, das geht nicht. Also wir können hier keine Konvertierung machen vom Personentyp direkt zu String. Zumindest jetzt noch nicht. Man könnte natürlich argumentieren, ja, ruf halt einfach to String auf und überschreib das Ding. Klar, das würde gehen, aber das möchten wir nicht. Sondern wir schauen jetzt nochmal in diese Personenklasse und nutzen jetzt eben einen sogenannten impliziten Konvertierungsoperator, mit dem wir eben eine Person zu einem String machen. Und das sieht sehr ähnlich aus wie bei der Adresse, die wir ja letztes Mal gemacht haben. Hier haben wir die Operatoren gleich und ungleich überladen. Es sieht genauso ähnlich bei impliziten und expliziten Konvertierungen aus. Also, schauen wir mal. Wir machen das Ding wieder public. Wir machen es static, genauso wie vorher, auch genauso aus dem gleichen Grund. Diese Konvertierungssachen müssen auch aus einem statischen Kontext erreichbar sein, deswegen müssen sie einfach static sein. Dann kommt das Schlüsselwort implicit statt eines Rückgabetyps. Dann kommt das uns bereits bekannte Operator. Und jetzt geben wir erst den Rückgabetyp an. Jetzt kommt der String. Die Parameter ist eben eine Person. Und das ist jetzt unsere Methodendefinition. Wo ist der Unterschied? Der String steht, also der Rückgabetyp steht vor den Parametern. Und hier haben wir ein Implicit. Dieses Implicit sagt aus, dass das eine implizite Konvertierung ist. Wir haben ja zwischen impliziten Konvertierungen, die wir einfach machen, ohne dass wir eine spezielle Syntax dafür brauchen, durchführen können. Und die explizite Konvertierung, auch cast genannt, da brauche ich eben die Klammern und muss den Zieltypen angeben. Wir machen jetzt hier eben ersteren Fall. Ja, was machen wir hier? Wir geben hier einfach zurück den
Vornamen der Person und den, gefolgt von einem Leerzeichen, gefolgt von dem Nachnamen der Person. Und dann schauen wir mal, wenn wir das gemacht haben, zurück in unser Programm und wir sehen, aha, das hat funktioniert. Und das heißt, wir könnten ja diesen Personennamen jetzt auch mal auf der Konsole beispielsweise ausgeben. Und wir gehen jetzt hier durch diesen Code mal durch, erstellen hier das Personenobjekt Walter White. Und was wir hier eben noch haben möchten, ist, dass wir jetzt mal in diese Funktion reinspringen. Das hat natürlich nicht funktioniert. Also zumindest nicht mit F11. Wir müssen wieder Shift-Alt-F11 drücken, damit wir hier in diese implizite Konvertierung reinspringen. Und wir sind jetzt hier tatsächlich in dieser Funktion und wandeln dieses Personenobjekt, wo eben, das wir eben definiert haben. Das kriegen wir hier als Parameter, Walter White, wie wir hier sehen. Das wandeln wir jetzt eben in einen String implizit um. Also wir bauen diesen String einfach mit Konkatenierung zusammen. Nichts Besonderes. Und so funktioniert eben eine implizite Typkonvertierung, hier in diesem Fall von Person nach String. Und wenn wir das auf der Konsole ausgeben, dann sehen wir hier, steht hier auch Walter White. So, das geht natürlich nicht nur implizit, sondern wir können auch sagen, eben, dass wir eine Person haben wollen. Die nennen wir eben Person 2. Und wir können jetzt hier eben einen Namen angeben. Wie beispielsweise Jesse Pinkman. Hier macht es ehrlich gesagt jetzt keinen Sinn, dass wir eine implizite Konvertierung vornehmen, weil hier nämlich auch Blödsinn drin stehen könnte, wie das hier. Das können wir schlecht als Vor- und Nachname interpretieren, weswegen es hier eigentlich eines expliziten Casts braucht, damit wir eben, damit der Nutzer dieses expliziten Casts sich bewusst ist, hey, hier kann ein Fehler auftreten, aber ich als Programmierer habe dafür gesorgt, dass hier kein Fehler drin ist. Und dann schauen wir uns das jetzt mal an, wie wir das in der Klasse Person implementieren können. Es ist eigentlich bloß ein bisschen umgedreht. Wir machen wieder eine Public Static Methode, die hier aber eben explicit als Schlüsselwort hat. Dann kommt wiederum Operator und wir geben hier natürlich eine Person zurück und nehmen einen String entgegen. So, was müssen wir jetzt machen, damit wir aus diesem String Vorname und Nachname bekommen? Nun, wir müssen letztendlich eigentlich diesen String splitten. Und zwar hier beim Leerzeichen. Das heißt, wir kriegen zwei Strings dann raus. Einmal Jesse, einmal Pinkman. Und diese Funktionalität ist schon in der Klasse String mit eingebaut. Was wir hier bekommen, ist ein sogenanntes String Array. Da sind die Namen drin. Und wir können auf einem String die Instanzmethode split aufrufen. Und hier können wir einen Character angeben, in dem eben jetzt hier definiert wird, bitte teile diesen String, den du hier siehst, an allen Stellen auf, wo ein Leerzeichen ist. Also wir haben hier bei diesem String nur ein Leerzeichen, das heißt, wir würden zwei Teilstrings bekommen, eben Vorname und Nachname. So. Da wir das an dieser Stelle natürlich nicht genau wissen, wie dieser Operator oder dieser Cast aufgerufen wird, mache ich hier jetzt noch einen sogenannten Guard Clause. Ich gucke, ist diese Länge dieses Arrays ungleich 2, weil ich nämlich genau Vor- und Nachname erwarte. Dann schmeiße ich einen Fehler und das macht man über sogenannte Exceptions. Wenn wir Exceptions schmeißen, dann zeigen wir damit einen Fehler an. Im Normalfall so, dass eben
ein gewisser Parameter nicht einem gewissen Format entspricht. Wir werden uns in späteren Videos noch genauer mit Exceptions auseinandersetzen. Sei hier bloß so viel gesagt, wenn dieser Fehler nicht behandelt wird oder wenn es überhaupt zu diesem Fehler kam und er wird nicht behandelt, sorgt es dafür, dass das Programm abstürzt. So viel ist einfach mal gesagt. Und was wir jetzt eben machen, wir erstellen hier ein neues Personenobjekt und geben eben an die erste Stelle oder als ersten Parameter den Namensarray mit rein. Und hier die zweite Stelle, jeweils eben Vor- und Nachname. Und dann können wir natürlich auch noch sagen, damit es ein bisschen einfacher wird, dass wir hier einen vollen Namen machen. Und wir machen hier bloß einen Getter und hier geben wir eben Vorname und den Nachname zurück. Okay. Gut, dann schauen wir mal, wie das Ganze jetzt funktioniert. Wir sehen hier, wir kriegen keinen Fehler mehr. Wir können hier auch bar verwenden, wie wir es schon vorher eingesetzt haben. Und nehmen mal diesen Console-Write-Line hier hoch, damit es besser gegliedert ist. Und jetzt können wir hier von Person 2 mal den vollen Namen ausgeben. Und bis zu dieser Stelle debuggen. Und dann mal tatsächlich hier in diese Methode reinspringen. Und wir sehen, wir landen tatsächlich hier in diesem Cast. Wir splitten diesen String. In diesem Fall kriegen wir natürlich nicht den Fehler, weil hier eben, wie man sieht, genau zwei Angaben gemacht wurden. Das passt. Und da wir eben dadurch nicht in diesen Fehler laufen, kommt es auch nicht zur Exception. Und dann geben wir hier eben ein neues Objekt zurück. Und so haben wir eben hier mit einem expliziten Cast aus einem String ein Personenobjekt gemacht. Und wir können dann natürlich auch den vollen Namen hier einfach aufrufen und über die Konsole ausgeben. Okay? So viel zu impliziten und expliziten Casts. Ich wollte in diesem Video nochmal darauf hinweisen, dass es geht. Sehr häufig setzt man das nicht eben im Programmieralltag ein. Also man sieht es sehr selten, aber wenn Sie jetzt diesen Methodenkopf sehen, wissen Sie eben, aha, hier ist ein expliziter Cast gemeint und hier ist eben eine implizite Konvertierung gemeint. Wirklich häufig sieht man es im Programmieralltag jedoch nicht, wie schon gesagt. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich dann, wenn ich Sie im nächsten Video wieder begrüßen darf. Vielen Dank.